Hallo Leute, habt ihr euch schon mal gefragt, was in eine Schießtasche rein muss und was nicht? Wenn ja, dann bleibt dran. Bei uns heute Schießtaschen. Was ist eine Schießtasche? Schießtaschen nimmt man mit zum Schießen. Da kommt alles das rein, was man halt fürs Schießen benötigt. Als erstes braucht ihr dann natürlich eine Tasche, möglichst mit Versteifungen an der Seite, wo ihr die ganzen Sachen reinpacken könnt. Gibt mehrere Anbieter dafür, zum Beispiel Helikon, Ulf Hettner oder dergleichen. Ich habe hier heute, die benutze ich schon eine ganze Weile, so einfach so eine alte Einsatztasche der Polizei. Ja, fangen wir mal an. Was gehört alles rein? Wir fangen mal andersrum heute an, quasi ich räume sie aus, damit ihr dann seht, was drin ist. Als erstes, wenn ihr mit Kurzwaffe schießt, braucht ihr natürlich, oder ihr braucht es nicht, aber es ist halt besser, einen Schießgürtel zu haben. Das bedeutet, wo halt ein Holster dran ist, wo die ganzen Magazinhalterungen dran sind. Wir machen aber nochmal ein extra Video dazu, wie der auszusehen hat. Den habe ich jetzt hier in dem Fall mit dabei. Dann habe ich immer mit dabei ein Tourniquet. Das ist ganz wichtig, wenn ihr zum Beispiel auf einer Schießbahn seid, wo halt niemand da ist und ihr seid da ganz alleine und eine Aufsicht ist irgendwo ganz weit weg, dann habt ihr euch, wenn ihr euch eine arterielle Verletzung zufügt, ein echtes Problem, weil die Erste-Hilfe-Kästen auf den Schießbahnen, da ist auch kein Tourniquet drin, demzufolge immer Tourniquet mitnehmen. Gut, dann als nächstes, ich habe hier eine Kurzwaffe mit dabei, die wickle ich immer in so ein altes T-Shirt ein. Die müsst ihr natürlich mit reinpacken. An die Schießtasche immer noch dran aufpassen oder damit aufpassen, ihr braucht ein Schloss dafür, dass ihr die halt verschließen könnt, damit es ein verschlossenes Verhältnis ist, was halt dann auch dem Waffengesetz entspricht. Ja, wir haben Gehörschutz, einmal aktiv und einmal passiv. Ist eine Gewohnheitssache oder was ihr lieber machen möchtet, also was euch da mehr gefällt. Beim Aktivgehörschutz, nur noch ganz kurz mal, wenn ihr viel drinne schießt, würde ich mir trotzdem immer noch so einen kleinen Gehörschutzstopfen besorgen, die ihr reinpacken könnt, weil ihr werdet merken, auf Dauer wird das das Gehör doch in Mitleidenschaft gezogen. Dann habe ich noch drinne Handschuhe, ist aber auch Geschmackssache, wer lieber ohne Handschuhe schießt, der soll das gerne tun. Dann habe ich immer noch eine Reinigungsschnur mit, dass man die Waffe auch noch mal durchziehen kann mit ein bisschen Öl, nachdem man geschossen hat. Könnte aber auch zu Hause machen, aber ich mache es halt oft auf der Schießbahn. Komme gleich zum nächsten Thema. Ich habe noch ein bisschen Öl immer mit dabei. Wenn es doch irgendwann mal ein bisschen hakelig wird oder der Verschluss nicht richtig gleitet, kann man das auf der Schießbahn noch ein bisschen Öl drauf machen und dann geht das eigentlich immer. Jo. Als nächstes, ich habe einen Munitionskasten hier noch mit dabei. Der passt eigentlich auch ganz gut in die Tasche rein. Deshalb auch immer aufpassen, dass die Tasche so ein bisschen stärker ist, weil die doch ein bisschen was an Gewicht aushalten muss. Da sind dann die einzelnen Magazine drin und die Munition, die ihr dann braucht. Auch darauf achten, dass der abschließbar ist, dass ihr den quasi in die Tasche abgeschlossen reinpacken könnt. Dann könnt ihr Munition und Waffe zusammen in dieser Tasche transportieren und das macht einiges leichter und es ist auch waffenrechtskonform. So, wir haben als nächstes eine Schießbrille. Die braucht ihr auf ganz vielen Schießbahnen, weil das auch Vorschrift ist. Gerade wenn es Stahlziele sind, die ihr beschießt, dann braucht ihr halt eine Schießbrille. Schießbrille muss nichts Aufwendiges sein, reichen auch günstige Arbeitsschutzbrillen aus dem Baumarkt. Ist eigentlich kein Problem, könnt ihr dabei auch oder dafür auch sehr gerne verwenden. So, dann kommen wir zum Thema Zielscheiben. Die braucht ihr natürlich auch. Ihr könnt bei vielen Schießständen könnt ihr natürlich auch da vor Ort kaufen, aber ihr könnt natürlich euch auch eure eigenen mitbringen. Dabei natürlich immer darauf achten, was ihr da für Zielscheiben benutzt. Die wären zum Beispiel nichts für Sportschützen, das wäre bloß im taktischen Bereich was. Aber es gibt auch sehr viele Internetseiten, wo man sich da was runterladen kann, wo man so ein bisschen trainieren kann, wenn man halt nicht unbedingt die Scheiben benutzen will, die vom Verband verkauft werden. So, gibt es auch welche, ich habe mir jetzt auch noch welche gekauft, sind eigentlich voll cool, zum Kleben. Einfach bloß aufgeklebt auf den Scheibenträger und dann kann man die auch mit diesen kleinen Dingern dann selber abkleben. Zum Thema Zielscheiben. Ihr braucht natürlich auch was, um die befestigen zu können, weil auf vielen Schießständen gibt es da halt nicht so richtig was. Ihr braucht als einen Tacker. Das bietet sich immer an. Mit
natürlich auch ein bisschen Munition für den Tacker. Dann nehme ich immer mit noch so eine kleine, ja, für eine Pinnwand, wo man so Sachen reinstecken kann. Das ist auch manchmal ganz gut, wenn das, wenn der Scheibenträger aus Styropor ist. Dann halten die eigentlich ganz gut, weil mit dem Tacker ist der immer blöd. Und dann habe ich noch ein bisschen Tape mit dabei, damit man die auch zur Not festkleben kann dran. Um die Zielscheiben dann auch abzukleben, braucht ihr natürlich auch so ein Schusspflaster. Das sind einfach bloß so eine schwarzen oder weißen Kreise, die man aufkleben kann. Oder bei den heutigen Preisen, wenn ihr euch das selber ausdruckt, braucht das nicht unbedingt machen. Ihr macht einfach eine neue Zielscheibe dran. Das geht natürlich auch. Ich habe es früher mal mit dem gemacht, aber irgendwann war es mir halt zu doof. Und dann einfach eine neue Zielscheibe dran und dann war das oder ist das okay. Als nächstes, gerade für einen Bereich, wenn man Gewehr schießt oder Langwaffe schießt, macht es auch immer Sinn, finde ich, ein Spektiv mitzunehmen. Das ist quasi wie ein kleines Mini-Fernglas, wo man durchgucken kann, damit man dann auch sieht, wo man halt getroffen hat. Ja, gibt es halt mit einem Stativ, kann man sich einstellen, kann man hinstellen und demzufolge kann man dann auch immer gleich eine Trefferbeobachtung durchführen. Ist bei Kurzwaffe aber auch manchmal gar nicht so verkehrt, weil es gibt viele Stände, wo man halt 25 Meter Bahn hat und man da nicht unbedingt gleich erkennt, ob du getroffen hast oder nicht. Und dann macht ein Spektiv auch durchaus Sinn. Dann für die Optiken, wenn ihr denn eine Optik benutzt bei Langwaffe, habe ich immer noch ein Reinigungstuch mit. Ist auch immer ganz praktisch, wenn irgendwie mal ein bisschen Dreck drauf gekommen ist oder ein bisschen Wasser oder dergleichen. So, dann habe ich auch immer noch mit Batterien, weil es, glaube ich, nichts Ärgerlicheres gibt, als wenn man auf dem Schießstand steht und da seine Leuchtpunkt-Zieloptik nicht mehr bedienen kann, wobei man das auch gar nicht so verkehrt ist, weil dann kann man die Backup-Visierung, die ihr immer auf euren Waffen bestimmt habt, auch gleichzeitig nutzen. Ist bei 100 Meter vielleicht nicht so gut, aber halt, wie gesagt, das kann man auch dann mal probieren, aber um das zu vermeiden, ja, Batterien mitnehmen. Dann zum Thema Optiken oder allgemein auch Waffe habe ich jetzt immer so ein kleines Werkzeugset immer mit dabei, damit, wenn sich irgendwas gelöst hat an der Optik bzw. an den Zielfernrohrringen oder der Montage, dass man das gleich nachziehen kann. Und es ist auch besser, weil bei vielen Optiken braucht man einen Schraubenzieher, um die dann halt zu verstellen, wenn sich da irgendwas verstellt hat. Und dann auch natürlich noch ein paar Imbusschlüssel dazu. Dann fehlt eigentlich bloß noch, was immer gut ist, ist natürlich ein Kugelschreiber, weil den Kugelschreiber braucht ihr natürlich auch, um euer Schießbuch immer auszufüllen. Ja? Und viele Leute haben halt keinen Kugelschreiber mit und das ist dann immer, dann fragt man sich durch, muss dann immer betteln um einen Kugelschreiber und so könnt ihr das halt vermeiden. Wie schon gesagt, ein Schießbuch braucht ihr auch, wo immer jedes Schießen eingetragen wird, dass ihr euch das auch beim Verband oder dann halt bei der Behörde nachweisen könnt, dass ihr auf eure jährlichen Schießtermine gekommen seid. Dann natürlich die gesamten WBKs immer mitnehmen, die für eure Waffen, die ihr braucht. Und halt Verbandsnachweis, dass ihr Aufsicht beim Schützen seid und dergleichen. Also die ganzen Dokumente immer mit dabei haben. Und natürlich, was dazugehört, ist natürlich ein gültiges Ausweisdokument. Also ein Personalausweis oder ein Reisepass. So Leute, ihr habt schon gesehen, es ist eine Menge, was rein muss. Zum Thema Schießgürtel machen wir nochmal ein extra Video, damit ihr wisst, was da alles dran gehört und was da auch drauf zu achten ist, was ihr da brauchen solltet. Wenn ihr eine Langwaffe natürlich habt, müsst ihr daran denken, dass ihr diese Langwaffe in einem Futteral mitnimmt. Da machen wir aber auch nochmal ein Video, welche Futterale sind gut sind. Ist vielleicht ein Koffer doch angebrachter als ein Futteral. Wenn ihr das wissen wolltet, abonniert unseren Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten.